Thank you.
Bye.
Thank you.
So, ja. Ja, da habe ich völlig umsonst geredet die ganze Zeit. Das ist ziemlich gut. Jo. Hallo und herzlich willkommen nach knapp einer Dreiviertelstunde. Halben Stunde. Ja, wie ich habe gesagt, wir machen ein paar Schokobo-Schatzkarten. Und trainieren ein bisschen die Leute. Und jetzt merke ich gerade, dass mein Pegel nicht ausgeschlagen ist. Sehr gut. Gut, aber beeil dich. Wir wollen wir nämlich jetzt wieder Frösche fangen. Ich habe nämlich gesagt, ich habe Quina nicht dabei. Musste ich leider warten. Ich sehe, du bist fleißig, Quina. Du bist auf dem besten Weg, die Geheimnisse des Essens kennenzulernen. Hier, das schenke ich dir. Springer. What? Hab Dank, Meister Quemampf. Ich werde nicht aufgeben, bevor ich alle Geheimnisse entdeckt habe, Mampf. Würde sagen, hier bin ich dem Frosch am nächsten. Komm, spring mal so, dass ich dich fangen kann. Ich habe auch kein Ausrufezeichen. Aha. So, damit bin ich fertig. Habe genug. Springerstiefel, ne? Haben wir bekommen. Da. Absolut. Für sie bringt es absolut. Also für Quena bringt das halt ja absolut nichts. AP plus 20%. Immerhin. Ja. Ist für die besser. So, einmal wieder dann Quina mit
Freya tauschen. Danke. Und dann suchen wir nochmal die Karte. Es gibt viel Ort zu entdecken. Dagureo. Ah. Eine Wasserstadt. Oh, guck mal, ein Mokri. Das habe ich nicht erwartet. Das ist Dagureo, der Ort, an dem Wissen und Wasser zusammenfließen. Was darf das sein? Oha. Oh, gar nicht. Kann man hier machen. Interessant. Peridot, Saphir. Ah, Topaz. Schurkenreif. Oh. Sagen, den machen wir einfach mal, ne? Aber das ist eine bessere Waffe für mich. Oh ja, deutlich. Engelschwinge, ja, ist das ein deutlicher Unterschied. Du bist wohl auf Schatzsuche in Dagureo, was? Ein Kollegen rieche ich in 10 Meilen gegen den Wind. Ich bin in diesen Kreisen übrigens auch nicht ganz unbekannt. Aber deswegen werde ich dir natürlich nicht gleich meinen wahren Namen verraten. In unseren Kreisen bekommt jeder einen gewissen Rang zugewiesen. Was hast du denn überhaupt für einen Rang? Du bist Rang D? Schön, schön. Theorie stürzte sich auf die Existenz zweier Monde, aber ihre interplanetarische Umlaufbahn. Okay. Wir können mal speichern, fällt mir so auf. Haben nämlich noch gar nicht gespeichert. Genau. Einmal hier. Und einmal hier. Dann wollte ich gucken, was die Fressrobe mit Trigabel und Baumwollkleid. Habe ich zweimal? Okay, Baumwollkleid. Müsste ich gucken. Dreimal. Ja, komm, machen wir. Stellen wir her. Was soll der Geiz? Fressrobe. Heiligenrobe und Schattenrobe ist noch interessant. Jadereif und Gaia-Kit. Gaia-Kit habe ich, glaube ich, jetzt auch schon zweimal bekommen.
Gaia-Kette habe ich zweimal, ja. Was war das andere? Jade-Reif. Keins Armreif habe ich aber nicht so oft. Ah, oh, da ist noch ein Gaia-Kette, der gebraucht wird, okay. Jade-Reif. Habe ich auch zweimal, ja. Sehr schön, dann kann ich das herstellen. Meisterschmied, 30, okay. Schattenrube kann ich leider nicht, das habe ich. Was habe ich denn noch nicht? Habe ich nicht. Also bis auf Schattenrobe habe ich, glaube ich, alles. Mindestens einmal. Gelegt. Und der Schurkenreif. Kann ich mir noch eins herstellen? Nein, kann ich mir nicht. Die Trierarmreife und die Waffe müsste ich abgeben. $50.000 kostet das. Wir haben $15.000. Zahlen könnte ich das also auch nicht. Interessant, interessant. Heiligenrobe, Urschrei und Autopotion, okay. Was habe ich denn noch gemacht? Fressrobe. Okay, das kann wahrscheinlich nur eine Robe der QC. Okay, okay. Ich bin hierher gekommen, um eine andere Antriebskraft als Nebel oder Feuer zu finden. Aber das mit dem Wasser ist mir alles ein wenig zu kompliziert. Das ist wohl die Kraft der Drachengötter, was? Dürfte ja wahrscheinlich noch nicht sein. Ich führte mit ihr hier gerade ein Gespräch, warum Cornelia aus deine Traube mächtig sein sterben musste. Es war ihr bereits bewusst, dass nur der Tod sie zu Markus bringen würde. Das sehe ich anders. Sie wollte beweisen, dass sowohl ihre Liebe zu ihrem Vater als auch die Liebe zu Markus aufrichtig war. Siehst du, er stimmt mir zu. Einer Lady stimmt man immer zu. Die Notwendigkeit eines Staates. Die Notwendigkeit des Staates ist nichts weiter als eine Lüge, verbreitet von falschen Politikern. Das sehe ich anders. Einzeln können wir nicht viel ausrichten, aber ein Staat kann unsere Meinung vertreten. Ja. Schwierig. Schwierig, würde ich sagen. Sowohl als auch, hätte ich jetzt gesagt. Aber ich gehe immer mit der Frau. Über die Notwendigkeit deines Staates, ja, okay. Siehst du, er stimmt mir zu.
sage doch, das ist nicht richtig. Oh, seid willkommen. Aha, aha, aha. Okay, okay. Noch vor kurzem konnten wir diesem Aufzug Gegenstände transportieren. Aber jetzt fährt er nicht mehr bis ganz nach oben. Was soll ich denn bitte so mein Geschäft leiten? Was soll ich nur machen, damit ich nicht gegen den alten Schmied verliere? Er ist ein Waffenhändler? Gibt mir aber keine Waffen. Sehr schön. Lieb ich. Ich kann es einfach nicht finden. Wo steckt bloß das Buch, die Bestie und ich? Schriften sind Freunde für ein ganzes Leben. Selbst wenn man sie zu Ende gelesen hat, so leben sie doch im Herzen weiter. Und diese Erinnerung nimmt man mit bis in den Tod. Hier ist der Leseraum. Für die beim Lesen einschlafen haben wir eigens Hängematte aufgehängt. Ja, warum nicht? Warum nicht? Vom Cornelia aus die Traube mächtig sein. Aha, okay. Ich drück einfach mal. Und was machst du da? Keine Wegfindung? Seit geraumer Zeit schon wird dieser legendäre Ort als Weih der Drachengötter bezeichnet. Hier sammeln sich die Kräfte der Drachengötter und aus dem einsamen Berg sprudelt nur so das Quellwasser. Was steht da? Die Kraft der Drachen in diesem Stein. Was soll wohl ein Stein platziert werden? Vielleicht ein Jadestein? Tut sich nichts. Die Klunker nehme ich wieder mit. Steine haben sich verändert, ein Aquamarin. Ha? Was kannst du mit dem Aquamarin? Ah, Leviathan. Manchmal haben wir nicht Leviathan? Okay. Wird dann raus? Auch wieder Aquamarin? Ja, okay. Dann machen wir das nicht. Da liegt was im Wasser. Capricornus.
Der Capricornus ist ein hektischer. Er rennt zur Sonne und er hat sie einmal erklommen, macht er auf ihr ein kleines Nickel. Und hat er sie einmal erklommen? Erzählung der Stellatia. Ah, eine Stellatia, okay. Der Gründer dieser Stadt war ein exzentrischer Wissenschaftler namens Dugero. Dieser Aufzug funktioniert wahrscheinlich auch per Hydraulik. Scheiße! Na! Ich bin zu dumm! Beschäftigt, verschwinde. Ah. Was ist denn da? Hm, da ist ein Loch. Ah, kommt man so rauf oder wie? Ups, stehen geblieben. Oh, welch Freude, euch hier anzutreffen, Zidane. Du bist doch die aus Cleria. Was machst du denn hier? Nach der Zerstörung Clerias wurde mir bewusst, wie abgeschirmt wir doch eigentlich waren. Abgekapselt von der Außenwelt werden wir wieder völlig hilflos sein. Deswegen habe ich mich der Wissenschaft hingegeben, damit ich später beim Wiederaufbau Bemetius und Clerias nützlich sein kann. Was soll denn das gut sein?